Maribello auf Tour, heute im Landhotel Struck. Wir haben hier hinten alles aufgebaut, eine Mördertechnik für die Tanzende Mai Party am 30. April im Landhotel hier. Wir haben hier eine Disco reingebaut vom Allerfeinsten und wir gucken uns mal im Detail an, was da heute so steht. Hier habt ihr die Traversenstempel mit den Volkslichtern obendrauf. Da drin werkelt ein LED-Mini-Studio-Paar von Lightmax, genauso wie da oben für die Trass. Die passen da ganz genau rein. Die Mini-Studio-Paar 7x3 Watt, auch in 7x8 Watt Quad-LED erhältlich, damit die Traverse hier richtig schön ausgeleuchtet ist. Das gleiche natürlich auch auf der anderen Seite. In der Mitte die Visi-Spots LED, die CLS-2. Nochmal ein Visi-Spot und auf der anderen Seite natürlich aufgrund der Symmetrie nochmal ein Volkslicht-Zoom und ein weiterer Trass-Stempel. Hier die Kommandozentrale fürs Licht, ein kleines Netbook von Lenovo und darauf habe ich die DMX-Software Dashlight installiert. Damit steuere ich das ganze Licht-Equipment. Ich habe mir alles vorkonfiguriert in Szenen und einfach über die ABC-Tasten der Netbook-Tastatur rufe ich mir meine Programme ab. Mehr Platz brauche ich dafür nicht. Das steuert das ganze Setup, was ihr hier gerade gesehen habt. Das Ton-Setup heute von DB Technologies. Hier seht ihr die Opera 605D. Darunter ein Sub 18. Das gleiche haben wir natürlich da drüben. Sub und Top-Teil Opera 605D. Damit man auch von außen sieht, dass hier eine richtig schicke Fete stattfindet, habe ich in jedem Fenster noch ein Mini-Studio-Paar LED-Scheinwerfer reingestellt, DMX gesteuert über Dashlight. Da kann ich natürlich ruckzuck die Farbe ändern, einen Strobe-Effekt drauflegen, einen Fading-Effekt mit einer anderen Farbe. Nach draußen hin hat das seine Wirkung, damit es auch optisch richtig geil aussieht.